Eines Tages beschloss ein Wolf, der sich gerade den Bauch vollgeschlagen und kein bisschen Hunger mehr hatte, einen kleinen Spaziergang zu machen und mal wieder zu hören, was so über ihn gesagt wird. Im Wald begegnete er einem hübschen kleinen Hasen. Grüß dich, Schönöhrchen. Sag mal, wer ist der Stärkste im ganzen Land? Der Stärkste im Land? Das sind Sie, Meister Wolf. Das kann niemand bezweifeln und keiner bestreiten und ganz sicher ist das auch. Stolz spazierte der Wolf weiter. Wie gut fühle ich mich doch in meinem Fell. Kurz darauf begegnete er Rotkäppchen. Weißt du eigentlich, wie gut dir diese Farbe steht? Du bist ja zum Fressen hübsch. Sag mal, meine Kleine, wer ist der Stärkste im ganzen Land? Großer Wolf, das sind Sie. Sie sind das. Da gibt's kein Vertun. Sie sind der absolut Stärkste im ganzen Land. Da begegnete er einem komischen kleinen Kröterich. Hallo, du Quabbelwabbel. Bestimmt weißt auch du, wer der Stärkste im ganzen Land ist. Aber natürlich weiß ich das. Das ist meine Mama. Was? Du misslungene Artischocke. Du willst wohl Ärger. Hab ich dich falsch verstanden? Also, nochmal in Ruhe. Wer ist der Stärkste im ganzen Land? Aber das habe ich doch schon gesagt. Das ist meine Mama. Die ist die Stärkste und die Liebste. Außer zu denen, die böse zu mir sind. Und du? Wer bist du? Ich bin der liebe kleine Wolf.